Ich bin ja gerade in Deutschland bei einer Autoraststelle. Ich habe am Sonntag einen Vortrag, deshalb habe ich hier gehalten, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten vom Steuer. Ich wäre fast reingefahren in andere Autos oder gegen die Leitplanke, weil ich dauernd aufs Handy geschaut habe, weil ich gelesen habe, was in England passiert. Das ist unfassbar. Tommy Robinson, den ich persönlich kenne, der in England seit Jahren kämpft gegen Massenentwanderung und Islamisierung, wurde heute verhaftet. 13 Monate lang muss er ins Gefängnis, weil er es gewagt hat, vor Gericht zu dokumentieren, zu filmen über die Leute, die angeklagt sind in einem von diesen grauenhaften Kindesmissbrauchsskandalen. Und er wurde verhaftet und muss jetzt wegen einer anderen Strafe, wo er auf Bewährung raus ist, wegen einem ähnlichen Delikt, er muss ins Gefängnis gehen. Was viele Leute nicht wissen ist, für Tommy Robinson in den englischen Gefängnissen kann das eine Todesstrafe sein. Es kann sein, dass er nicht mehr lebend aus diesem Knast rauskommt, genauso wie der sogenannte Bacon Offender, Kevin Graham, so ein Mann, der hat ein Schinkensandwich vor eine Moschee gelegt, ein Jahr Knast wegen Hate Speech und im Gefängnis wurde er umgebracht. Mysteriöse Gründe, bis jetzt ist seine Akte nicht rausgekommen. Und der Wahnsinn ist, in England gibt es eine Mediensperre über diesen Vorfall. Ein Artikel von Breitbart wurde runtergenommen, ein Artikel von Mirror wurde runtergenommen. Das ist quasi Kriegsrecht. Man darf nicht darüber berichten. Er wird einfach weggesperrt und man darf nicht darüber berichten. In England lebt man als Grooming-Gang-Mitglied, als pädophiler Vergewaltiger offenbar sicherer und besser als jemand, der darüber berichtet und das skandalisiert. Und das ist so unfassbar, weil England, ich bin froh, dass ich aus England draußen bin. England ist eine reine Gesinnungsdiktatur. Aber das Traurige ist, Österreich ist nicht besser. In ganz Europa machen sie jetzt mobil gegen die Meinungsfreiheit. In ganz Europa gehen sie jetzt brutalst vor gegen Patrioten, die über diese Missstände berichten. Die machen den Sack jetzt zu und jetzt wollen sie, das kommt mir so vor, dass alles in einem Aufwasch zerschlagen von England bis Wien. Und das zeigt einfach, dass wir in einer Scheinwelt leben und vor allem, dass du in einer Scheinwelt lebst. Es gibt keine Meinungsfreiheit, du bist überhaupt nicht frei. Du bist nur frei zu arbeiten, Steuern zu bezahlen, das System mit deiner Lebensenergie am Leben zu halten. Aber wenn du dagegen aufbegehrst, dann wirst du weggesperrt. Diese Filmszene, wo man sieht, wie Tommy Robinson verhaftet wird, das ist ein historisches Dokument. Und man wird in Zukunft, wie auch Patrick Lennart getweetet hat, das wahrscheinlich mal in Schulklassen herzeigen und sagen, ja, so schlimm war das damals mit der Meinungsdiktatur. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Freunde von mir werden weggesperrt. Bekannte, die ich kenne, sterben vielleicht im englischen Knast. Sie wollen hier den gesamten politischen Protest kriminalisieren und gehen mittlerweile mit absurden Dingen wie Pressesperren und Kriegsrecht gegen Patrioten vor. Die Lage wird immer schlimmer und ich glaube, wir steuern auf einen entscheidenden Punkt zu, wo diese Staaten wirklich nur mehr totalitär werden und zeigen, Edge, ihr als Patrioten hattet noch nie Meinungsfreiheit. Ihr habt euch die Meinungsfreiheit vorgegaukelt, solange ihr ruhig wart, aber jetzt, wo ihr beginnt auf die Straße zu gehen, wo ihr mehr werdet, wo ihr erfolgreicher werdet, da sperren wir euch weg, da zerschlagen wir euch und da zeigen wir, was wir eigentlich vom Patriotismus halten, nämlich er ist kriminell. Patriotismus, wenn man das langfristig macht, wenn man seine Stimme erhebt, wenn man auf die Straße geht, wenn man den Patriotismus sichtbar macht, dann wird man in Europa ein Fall für die Gefängnisse. Und ihr braucht euch nie wieder aufregen, ihr Mainstream-Presse, über Russland, über die Türkei oder über Ungarn. Ja, in Russland ist es vielleicht so, dass NGOs, die für ausländische Interessen arbeiten, ja, und gegen Russland arbeiten, verboten werden. Oder Journalisten, die das tun. Aber in Europa werden Leute eingesperrt und Organisationen zerschlagen, wenn sie sich für Europa einsetzen. In Österreich ist es illegal, wenn man eine patriotische Gruppierung gründet, die sich gegen Masseneinwanderung und Islamisierung einsetzt, wenn man dann eine kriminelle Vereinigung wird. In England darf man nicht mal mehr berichten über diese Vergewaltigungsskandale, die jahrelang gedeckt wurden von der englischen Regierung. Da wird man von der englischen Regierung weggesperrt und danach gibt es eine Pressesperre, dass darüber nicht berichtet wird. Es fehlen einem einfach wirklich die Worte. Und ich glaube, wir leben in einem entscheidenden Moment. Ein Moment, in dem sich ein neuer Totalitarismus vor unseren Augen entfaltet. Ein totalitäres System, das alles durchdringt, das jeden Schauspieler, jeden Nachrichtensprecher, jeden Musiker, jetzt auch schon Helene Fischer, zwingt, Propaganda zu machen für sie und das jeden Kritiker kriminalisiert. Und wir sind politisch Verfolgte in diesem Land, in Europa. Und das eigentliche Ziel dieser Repression bist wieder mal du. Sie wollen dir damit Angst machen. Und ich frage dich jetzt, hast du Angst oder nicht? Und vor allem, hast du noch Ehre im Leib oder nicht? Lässt du vor deinen Augen das geschehen, dass sich ein neues totalitäres System entfaltet? Und man wird in 50 Jahren jeden, dich und mich, daran messen, ob du etwas dagegen getan hast. Und ich muss mir jetzt ins Auto setzen und weiterfahren.
ich werde mit meinem Widerstand weitermachen. Und ich muss sagen, ich bin froh über jeden miesen Presseartikel über mich. Ich bin froh über die Hausdurchsuchung. Ich bin froh über jeden einzelnen Anklagepunkt gegen die IBÖ. Weil das zeigt, wird in 50 Jahren zeigen, dass ich alles aus meinem Leben gemacht habe und alles getan habe, was ich konnte und was mir zur Verfügung stand, um gegen diesen Wahnsinn und diese kriminelle Einschränkung der Meinungsfreiheit Widerstand zu leisten. Ich hoffe, du machst das auch. Und bitte spendet uns nicht, sondern werdet selber aktiv. Zeigt selber Gesicht. Ich hoffe, dass dieser wahnsinnige Akt der Meinungsfreiheitseinschränkung in England, der Tommy Robinson vielleicht zu Tode verurteilt, diesen Mann, den Familienvater von mehreren Kindern, der sein Leben lang für seine Heimat gekämpft hat, der jetzt in ein von Muslimen beherrschtes, radikales, brutales englisches Gefängnissystem eingesperrt wird, mit diesem Profil, wo er schon im Gefängnis, was mir erzählt hat, mehrere Mordversuche überlebt hat. Wenn dich das nicht wachrüttelt, dass du aktiv wirst, dann glaube ich, ist bei dir Hopf und Malz verloren. Werdet aktiv, zeigt Gesicht, werdet Teil der IB, kommt raus aus euren Nischen in dem System, denn sie werden auch euch am Ende holen, kommen am Ende, wenn man sich anschaut, was gerade passiert, wird es keinen einzigen Platz für Vermeidungsfreiheit geben und sie räumen jetzt nacheinander mit allen Dissidenten auf. Wir befinden uns in einem wirklich entscheidenden Moment im Kampf um Demokratie und Meinungsfreiheit und solange diese Herrschaft der Angst regiert und solange rund um uns herum Patrioten einfach weggesperrt werden, Wohnungen gestürmt werden, Konten eingefroren werden und Leute eigentlich fast zum Tode verurteilt werden, wie Tommy Robinson, nur weil sie die Wahrheit sagen, so lange kann kein ehrenhafter Mensch einfach ruhig sein Leben weiterleben.